wieder da. So, nochmal, euch in die ganze Runde da, auch zu dem Rainer rüber. Falls der nicht da irgendwie mitkriegen sollte, schöne Grüße und eine angenehme Nachtruhe. Macht da mal schön weiter, viel Erfolg noch. Und ja, Stefan, morgen früh könnte eng werden. Ich habe eben nochmal auf der 15 oben mit einem Alpha Charlie Member gesprochen. Da wird morgen ein riesen Kaffeeklatsch in Holland stattfinden. Aha, da bin ich ja gespannt. Alles klar, Uwe, du bist es, ne? Ja, immer noch, glaube ich, ja. Gut. Wir haben hier so viel Betrieb. Ich muss ja mal ein bisschen lauschen, damit ich erstmal wieder weiß, wer ist. So. Ja, Uwe, aber das Mikrofon macht da irgendwie Probleme, ne? Ja, klar, ja. Gut. Sind die Lötstellen, ja. Aber da bin ich ein bisschen faul dazu, ne? Aber du solltest mich eigentlich jetzt... Ich sehe das Mikrofon pegeln, da solltest du mich eigentlich auch jetzt hören. Nee, war eine schöne Sache eben, ne, mit einem Alpha Charlie Member, meiner Hauptgruppe mittlerweile in Holland. Da ging es also eben nochmal richtig knallhart durch nach Herkenbosch rüber. Ja, wie gesagt, 2970, da ist noch ein bisschen mehr mit der Superstar. Und ja, morgen früh, da werden wir zwei nochmal telefonieren und dann ist morgen früh, wie gesagt, ja, Herkenbosch, ja, was hat das so? Circa 100 Kilometer von uns, da ist morgen früh, morgen Nachmittag riesen Kaffeeklatsch angesagt. Ja, alles klar. Wolltest du da auch hin, oder was? Ja, klar. Ich fahre direkt darüber, ne? Der Bursche, der hat mich direkt eingeladen und so von wegen klönen und Scheck begucken und hast du nicht gesehen und Tipps untereinander geben, ne? Vor allen Dingen, der hat noch Sachen, er schreibt mir direkt, oder ist Medi. Kannst du erst mal eine E-Mail an und Beethoven sehen und was er mir da alles aufgezählt. Was? Ja, da warten. 560. Okay. In allen kleinsten Teilen inklusive amerikanische Lüfter. Alles klar, wunderbar, Uwe. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall mal für morgen viel Spaß da und ja, viel Erfolg. Jo, jo. Und dass wir uns an der Grenze nicht erkennen mögen, ne, auf Deutsche. Oder wie war das, Herr E? So oder so ähnlich, ja richtig. Alles klar, Uwe, ich habe hier noch was Lokales. Der Tobi rief gerade. Tobi? War ich gestern eigentlich noch lange aktiv? Sag mal so, deine Durchgänge haben ziemlich lange gebraucht und deine Stimme war ungefähr so monoton. Nachdem ich mir mein Kütchen geraucht habe, wie lange war das denn noch so ungefähr? Weil eigentlich wollte ich mich herausmelden. Ich weiß nur noch, dass ich irgendwann doch noch auf Funk gekommen bin. Und ja, so ziemlich mehr weiß ich eigentlich nicht mehr, weil kurz danach kam der absolute Filmriss. Mein Vater hat mir erzählt, dass ich mir nachts um, oh, wann war denn das? 3 Uhr, 3, halb 4, 12 Packungen Sandwich gemacht habe, davon die Hälfte auch noch gegessen habe, den Rest stehen gelassen habe und zu ihm sagte, er soll sich ins Knie ficken. Das ist wie die Nummer, ins Wohnzimmer scheißen, Salzstangen reinstecken und dem Alten sagen, ab heute wohnt der Igel hier. Ja, so ungefähr, so eine ungefähre Nummer habe ich, wie gesagt, gebracht. Auf jeden Fall, mein Vater, der nahm das alles gelassen. Ich hab meine Abrechnung dafür heute Morgen gekriegt. Ich durfte nämlich zum Bus laufen und mit dem Bus zur Arbeit fahren. Das fand ich nämlich so ziemlich überhaupt nicht witzig. Danach habe ich mir schon gedacht, irgendwas muss vorgefallen sein. Sorry. Warte mal. Nicht Werner, nicht Uwe, nicht Mayern. Richtig. Aber kann das sein, dass du bis heute Morgen um 5 Uhr hier Träger stehen hattest? Meinst du das jetzt ernst? Ja. Das kann sein. Weil ich hab heute Morgen, ich kam um 4 Uhr oder was auf den Funk. Und da habe ich mich mit Mike unterhalten und da stand hier ein permanenter Träger. Oh, Entschuldigung, ey, ohne Scheiß, ey, ich habe mich gestern Abend mit einer Tüte, mit Alkohol und mit allem, was ich hatte, so richtig weggebombt, ne, tut mir echt leid. Wirklich, ich denke mal, das glaubst du mir auch, auf jeden Fall, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich weiß nur, ich lag ein bisschen komisch im Bett, als ich heute Morgen so aufgewacht bin. Ja, sorry. Hör mal, Rainer.
Moment noch. Also ich habe schon alle möglichen Leute gefragt, die waren das nicht. Aber wenn du dich nicht dran erinnern kannst, dann wirst du da wohl gewesen sein. Ich habe mich heute Morgen nur daran erinnert, dass das Funkgerät an war, dass es tierisch heiß war. Ich bin nämlich irgendwann um 6 Uhr wach geworden. Funkgerät war tierisch warm. Danach habe ich es auch ausgemacht, weil andauernd ging die Rausche auf. War mir scheißegal. Irgendwann habe ich mal gefühlt, ich habe es mir schon gedacht, um ehrlich zu sein. Aber tut mir echt leid. Ich gehe auch davon aus, dass ich es war, weil das Funkgerät warm war. Ja, ich hatte mir von sowas gedacht. Ich denke jetzt fast mal. Okay, Tobi. Rainer? Ich glaube, die Box ist aus bei 5 gegen Willi. Ja, was denn? Ja, das ist so geil, Hammer. Hier auf der 23, ne? Also so ein-, zweimal die Woche schafft doch einer beim Schlafen auf die Taste zu kommen. Oder geh ich kaputt, ne? Oh, fei, oi, oi. Naja, warum nicht? Ich hab mal wenigstens die ganze Nacht Unterhaltung. Wir haben schon gelacht, ne? Also letztes Mal war, da war, glaube ich, der Mike, der ist eingeschlafen, so halb schnarchenderweise im Seitenband. Das war das Geilste, so. Das war rhythmisch am Zucken. Oh je, Mini. Na gut. Also, ich bevorzuge eigentlich tatsächlich Handmikrofone. Standmikrofone sind zwar eine schöne Sache, aber wie gesagt, man kann dann irgendwann mal dann doch mal was drauflegen oder gar drauf einschlafen. Ja. Das ist der Grund, seitdem benutze ich Astatic 575 M6. Ja, ich habe mal die Matratze im Schlafen draufgeschoben. Ja. Seitdem habe ich nie wieder ein Standmikrofon benutzt, außer mal zum Testen. Ich sag mal, Standmikrofon bevorzuge ich nicht wegen des Raumhalts. Hast du eben eventuell beim Jockel gesehen. Irgendwie, er war sehr leise, ich musste sowieso lauter drehen. Und